2019 fiel einem jungen Arzt auf, dass irgendwas nicht stimmte in seinem Krankenhaus. Auffällig war eine Serie von Lungenentzündungen und der Verdacht auf eine Infektion mit SARS. Er teilte sich Kollegen mit und bat um Vorsicht. Doch den chinesischen Behörden gefiel das gar nicht. Sein Name ist Li Wenliang. Er hat es geahnt, als niemand wusste, was los ist. Es war Li Wenliang. Früh genug erkannt, doch zum Schweigen verdammt. Man drohte ihm Sanktionen an, weil er Gerüchte verbreite und legte ihm nahe, sich wieder zu beruhigen. Er habe unwahre Behauptungen gemacht und die gesellschaftliche Ordnung gestört. Von einer möglichen Epidemie wollte dann niemand was hören. Daher hat man ihn diskreditiert und zum Lügner deklariert. Doch er hörte nicht auf und versuchte es weiter. Sein Name ist Li Wenliang. Er hat uns gewarnt, doch niemand wollte ihn zuhören. Es war Li Wenliang. Früh genug erkannt, doch zum Schweigen verdammt. Wenig später wurde er selbst krank, infiziert bei einer Patientin. Sein Test fiel leider positiv aus auf Corona. Es fing mit einem Husten an, am nächsten Tag hatte er Fieber. Um andere zu schützen, nahm er sich ein Hotelzimmer. Sein Zustand wurde schlechter, er musste ins Krankenhaus. Doch er gab nicht auf und setzte seine Forschung fort. Im Internet dokumentiert er seinen Krankheitsverlauf. Aber irgendwann hörte er damit auf. Sein Name war Li Wenliang. Er hätte so viele retten können, doch man ließ ihn nicht. Es war Li Wenliang. Früh genug erkannt, doch zum Schweigen verdammt.